5er, glaube ich. Ich kann ja mal ausrechnen mit dem anderen Zeugsen. 16 durch 24 Stunden durch 60 Minuten. Wie viel Zeit vergeht immer jetzt bei 59? Dann machen wir einfach mal die Hälfte, circa mal 8 ist gleich. Das jetzt Minuten oder Stunden oder was habe ich jetzt gerechnet? 4 Minuten. Multipliert durch 60 in Stunden. Na, 465 Stunden läuft ja schon, nee, oder? Macht keine Ahnung, das habe ich gerade nicht berechnet. Ich habe berechnet, dass ca. ein Durchlauf 18,8 Sekunden dauert. Laut Minecraft-Zeitrunde gerechnet. Okay. Und dann passt dann der Aussage auch nicht ganz. Obwohl 4 Sekunden verrechnet? Keine Ahnung. Weiß auch nicht. Nur du. Ja, aber wenn ich ja stoppe, auch wenn ich ein bisschen... Gut. Was hältst du davon, jetzt läuft der Reaktor, wenn wir uns jetzt ein bisschen mit Elektrikkraft beschäftigen? Das wäre natürlich mal eine wunderbare Idee, dass wir wirklich damit anfangen. Sind wir jetzt mal bei 1500, obwohl den Ring, dass er die Farbe ändert, hatten sie sowieso schon gesehen. Der ändert auf jeden Fall seine Farbe noch, wenn wir bei 1500 Steam-Werten sind oder bei 3000. Genau, mal mit Elektrik ein bisschen rum experimentieren. Ja, unser Stromspeichersystem von Raker. Wenn du mal schaust, RF Storage, Batterie 1,2 Millionen RF. Ho ho ho! Nur ein Block. Millionen Schuhe. Ja, ich hab mal ganz rechts den roten. Also, RF Storage, Terra RF, so, und da sind wir bei 1,2, ja. Also noch eine bessere Energiesperre. So, da hab ich ja gesagt, das ist viel besser. RF Energiekristall, wie kriegen wir den? Ach du ja, Scheiße, Netherstern. Lange okay, und vor allem, wie viel du da kräften musst. Ja, das machen wir automatisch und fertig. Tun wir dann automatisieren. Ja, was könnte man noch Schönes schauen? Was bringt uns der ganze Mod? Ja, das wandelt das Ganze wieder in eine andere Energiequelle um. Und dann kannst du halt wieder zurückkonvertieren. Das heißt, wir hätten ein Handbuch. Genau, es gibt ja auch da. Müssen wir noch im EME-System haben, eigentlich? Reaktor. Ja, ist ja Elektrikkraft. Haben wir 4 so. Bücher. Elektrikkraft, so. Oh, was der sagt. Info. Elektrikkraft. Info. Ja, elektrische Physik. Aha. Interessiert keinen. Auf alle Fälle kannst du halt eben in eine andere Stromquelle und dann wieder zurück invertieren, konvertieren. Das sollte angeblich viel besser. Effizienter halt. Beziehungsweise halt Speichermöglichkeiten, das viel mehr. Aha. Ja, weil der standardmäßig bei Reactorcraft und Rotarykraft hast du ja nur diese Coils da. Ja. Da kannst du nicht viel speichern. Deswegen, ohne RF gesehen, jetzt sperren es normal mit Elektrikkraft. Ja. Dafür ist das eigentlich. Eigentlich. Und die Ads? Ich würde mal sagen, so eine RF-Storage-Batterie, da könnte man schon mal automatisieren. Aber dann müssen wir ja nach Hause gehen. Hätten wir ja unser Buch. EU-Splitter gibt's auch, cool. Ja. Was macht der? Was sagt die EU-Splittern? Ganz logisch natürlich, wieso frage ich überhaupt? War nicht so blöd. War nicht so blöd. Ja. Ihr könnt euch ruhig Kommentare schreiben in den auf den Streams und ja. Genau, zum ersten Mal alles automatisieren, ne? Mit uns eine Konversation anfangen. Wer sagt? Also, ich wollte runtergehen. Fill it with coolant. Boy. Filling station.
Gott, oh Gott, oh Gott, die ganzen Kabel, da versteht ja keiner. Das ist wieder so mit Voltage und Ampere, das kommt mir bekannt vor. Also wir haben hier ein Energy Crystal Dust, dazu brauchen wir Haufen Mist. RF Transport, Transformer. Oho, oho. Induktionsgenerator. Total, wenn der das sagt. Ich bin ja schon mal dran, hier irgendwie das Ganze zu schnappen mir. Automatisieren. Ja, wobei, warte mal. Das kannst du alles nicht automatisieren, wirklich. Ja, den Quiz kannst du automatisieren, ja. Du kannst alles automatisieren. Na gut, den Nee, bitte. Kristall, weißt du, wie weit der Kristall gekraftet wird? Das ist ja nervig. Aurora. Wir machen Aurora, okay. Geht alles. Wir brauchen Macerator-Rezept erstmal. Ja, aber der ist ja bald gecraftet, der Crystal, das sind die nur Standardzahlen. Ja, ich brauche ja erstmal den Grundstein. Aber sonst ist es ja Standardzahlen. Dann So. nichts Besonderes hier. Hey, wo bin ich jetzt? Aber wir kriegen Weg doch. davon. Ne, das ist ein Netherquartz, das. Aha. Na gut, müssen wir dann mal hinzufügen. Jetzt haben wir erstmal Eisen. Kriegen ja da pulverisiert raus. Immer voll arg, wenn mein Twitch einfriert, dann spielt ich friert auch mein Spiel ein. Voll komisch. Okay. Keine Ahnung warum. Keine Ahnung warum. Was ist da oben links noch? Lapis Lazuli Dust. Was ist das schon wieder? Mit Lapis Lazuli Dust. Hier sollen wir mit normalen Lapis. Ah, mit normalen Lapis. Wir haben auch Lapis Dust schon automatisiert. Nur noch kein Eisendust. Okay, und er will das Rezept nicht annehmen. Nicht dem hier ich. Ja, weil es muss elektrisch. Ne, das bekämpft nimmt er nochmal an. Du hast den gefasst Weil dann. ich dumm bin. Wir brauchen Netherquarz, das nicht Eisen. Ja. Sieht alles gleich aus. Sascha liest nie. Ich wollte schon wieder Eisendust automatisieren. So. Hört mal. Hat man das mal? Hätten wir das mal. Tu mal reinlegen. Vor allem will ich wieder nach hinten rein. So war das früher alles. So, und der muss in Ofen. Der Einmal muss in den Öfen. durchschmelzen. One Stick. So, dann haben wir nämlich hier den Dust. Energie, irgendwas Dust. Dann habe ich so. So, Pattern. Patan. Pattern. Wir haben nur 5 Blank Pattern. Was ist denn hier los? Nachbestellen von 100 Stück. Hab schon gemacht eins. So, dann muss dann in den Ofen backen. Dann brauchen wir die nächste Stufe. Brauchen wir Klostein. Oh, wir haben nur genau ein Rezept frei. So, dann hätten wir das. Dann hätten wir den Stein. Kann ich den rausnehmen? Nein. Warum kann ich den nicht rausnehmen? Weil wir keine 4 Redstone haben. Ah, das wird jetzt wieder schön. So, jetzt und Energy Crystal können wir gleich mal 100 Stück machen. Können wir schon craften. Ding hat's gemacht. Man kann er nämlich schon mal kräften. Du hast eindeutig recht. Ja. Ja, wir müssen auch kräften, weil wir brauchen 4, damit ich einen rausnehmen kann. Und hier mal das nächste Rezept anfangen kann. Bin mich gerade zu faul, die jetzt schon hinter zu tun. Erst bei 2 jetzt. So. Jetzt brauchen wir es. Läuft. Molekular da. So, Stufe 2, Stufe 3. So, nach dem mit Lapis kommen wir bei dem mit der Enderperle, oder? Energiekristalls. 10 Stück. So, jetzt haben wir tausende Crafting-Aufträge gleichzeitig. Da wird schon alles machen. Ich schon alles machen. Hauptsächlich ist nicht immer von meinem Mod das Rezept drin. Dirt, Stone, Dirt, da gibt es einen Diamant. Weil ich ja den Mod noch getestet habe. Der ist so im Eingebaut. Singleplayer drin, oder? Mal schauen, ob er den da anzeigt. Er zeigt sogar an, aber ich kann nicht rausnehmen. Nein! Stellt man den Mod da? Er müsste aber den anderen Mod auch anzeigen.
Also, wir müssen ja mal dazu sagen, Ed ist hier der neue Modder. Er wird jetzt bald hier viele neue Mods rausbringen. Ihr könnt gespannt sein. Echt? Nö, ich werde keinen empfehlen. Aber ich bin da mal ein bisschen dran zum Modden, mich noch einarbeiten. Ich habe schon Add-on für SB-Mod-API geschrieben. Mit dem Modmacher von SP Genau, oder mit ihm wie? selbst. Er hat mir das genau erklärt, wie das läuft und so. Finde ich cool. Würdest Gefällt mir. du? Ich meine, das kann auch nicht jeder. Ich weiß nicht, wie es geht. Ja, auch nicht. Stimmt, der hat sie ja erklärt. Aber die Programme, die du brauchst, hast du selber installiert. Naja, wobei jetzt, also, wenn man es einmal gemacht hat, gemeinsam, dann ist es schon einfach. Okay. Ich wollte jetzt 30 von denen erstellen, die wir momentan dran sind. Das könnte etwas dauern. Brauchen wir aber. Vierer, Nicht Vierer, alles Achte, das braucht. ist ja Riesenrezept. Brauchen wir ja. Wir so 30 viel Stück. Kacke in unserem Mail-System haben, können wir müssen das ganze Mail-System einfach löschen und von null anfangen. Ist das Wahnsinns? Warum? Du kannst nicht Weiß ich das im nicht. E-System löschen, das ist unser Ein und Alles. Keine Ahnung, was ich alles kann. Ich Das schaut sag's geil dir. aus. Haben wir den wirklich drauf, den Mod? Was? Das ist ja der Tankmod. Nee, das ist Nee, nee, Schiesel. das ist Das Schüssel. sieht aber so aus. Ja, deswegen meinte ich ja, Ich stand kann. mir gerade so von vom meinem Platz Minecraft. aus. Y-Kraft. Ich Gibt aber sag den ja. Mod schon wieder, gell? Nachbau zumindest, nicht den Originalen, aber Nachbau. Müssen wir ja drauf tun, der ist cool. Ja, mal gucken. Mal das Volumen ein bisschen erhöhen, weil. Es schaut krank aus, wenn du es anschaust. Jetzt haben wir schon zwei Sachen fürs Modpack-Update. Wegen Botania und das. Kann ich sowieso eigentlich mal wieder machen. Dann wollen wir mal gucken, wann das Mod zum Download kommt. Ja, da wird es auch wieder Irgendwann mal. fleißig Updates geben. Brav in der Videobeschreibung gucken. Dort wird es irgendwann mal auftauchen. So unerwartet, auf einmal wird ein Link drin sein. Und irgendwann sagen wir mal, ja Leute, das Modpack gab es ja vor 3 Monaten mal zum Download. Und dann denkt ihr Genau, wenn ihr euch, es nicht wisst, wisst ihr es jetzt. schon seit 3 Monaten. Ja, die Leute, die mal brav gucken, die wissen es dann. Und die auch in die Beschreibung schreiben. Die Leute, die nicht reinschauen, die haben Pech gehabt. Ganz einfach. So schaut's aus. Ja, was soll ich sagen? Ja, ist gerade am Lab ist das drin. Sehr schön alles. Ja, Leute. So guck's aus. Bin ich hier hingekommen? Durch irgendeine Tür, Achso, wahrscheinlich genau hier, da. ja. Und da drüben steht der Mülleimer. Das ist der falsche Stein. So. Ja, man sieht, er kraftet. Noch 30 Minuten. Ja. Können wir Maserato noch irgendwie beschleunigen? Mal sicher, oder? Dann muss ich Overclocker noch. Ja, die Frage ist, ob das mit unserer Energieversorgung ausgeht. So. Oder dann, wo ist er denn, der Schöne? Hier Ja, ist er. wobei der ist schon extrem schnell. Jetzt siehst du ja schon nicht mehr, was er macht. Ja, von 16. 17. 18. 19. Jetzt kommt er mit Nachfüllen nicht mehr nach. Ist egal. So, jetzt haben wir nämlich eine Prozesszeit von 0,11% und einen Power von ja, 755.000%. Läuft bei uns. So muss das sein. Jetzt können wir aber nicht sagen, dass es am dickste ist. Jetzt bräuchte man hier andere Upgrades. Ja, mach ich gerade. Gibt's auch ein Kraftanrezept? Ne, was meinst du jetzt Upgrades? Also die zum Ausziehen. Ja, was ist sonst? Bin schon 15 drin, da geht nicht mehr. Aber es gibt ja, das habe ich auch bei meiner Anlage anmachen müssen. Schnellere Pipes. Ja, Aber weiß. jetzt connectet dann links, rechts, kann man das irgendwie umgehen? Links, rechts ist ein bisschen Dave.
Cover hätte ich. Matthias, die Cover platzieren? Weil sonst schmeißt er das ja wieder ins MS-System zurück. Nee, lässt er nicht platzieren.